Hi Leute, hast du schon gewählt? Ich wollte mal ein kleines Spontanvideo machen, heute zu den Wahlen nämlich. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen fertig ausschaue. Ich habe nämlich gestern noch bis 3 Uhr nachts den Kurs fertig gemacht, den neuen Nutrition Now. Und ab jetzt könnt ihr euch einschreiben, ab jetzt habt ihr die Chance, da dabei zu sein. Und ja, dementsprechend bin ich da noch ein bisschen geschlaucht gewesen, aber wollte heute trotzdem mal zu den Wahlen direkt hier das Video für euch machen, weil es so ein wichtiges Thema ist. Und zwar die Frage, ob du schon gewählt hast. Jetzt sind ja die Landtagswahlen in Bayern und Hessen und viele vergessen, glaube ich, dabei häufig, dass du jeden Tag eine Wahl triffst. Du solltest nicht nur heute die Wahl treffen, sondern du solltest wirklich jeden Tag die Wahl treffen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und gerade was das Thema Gesundheit und auch dein Wirken in der Welt angeht, Nachhaltigkeit, das Erbe, was wir unseren Kindern hinterlassen, was das anbelangt, triffst du die Wahl jeden Tag. Und es ist viel wichtiger, mit jeder Entscheidung, mit jeder Wahl, die du triffst, mit jedem Einkauf. Der Einkaufszettel ist dein wahrer Wahlzettel. Das ist es, wo du wirklich täglich die Entscheidung triffst, in was du investierst. Investierst du in Firmen, in Menschen, die nachhaltig produzieren, die eine gute Sache machen, die mit Herz da dabei sind, und die was bewirken in der Welt? Oder investierst du einfach in das, was dir gerade gut gefällt, egal wie es für andere dabei ausschaut? In was investierst du? Für was triffst du deine Wahl jeden Tag? Du musst dir mal überlegen, wie viel das wirklich entscheidet. Da, wo das Geld hingeht. Da wird viel entschieden. Politiker, es ist auch so, dass die Grünen mal was ganz anderes machen, was gar nicht in ihr Klischee passt. Genauso wie die CSU Atomkraftwerke abschaltet. Am Ende ist es mehr die Lobbyarbeit, das, was in den Fokus gerät, wo Geld dahinter ist. Und du bestimmst viel mehr. Wie gesagt, mit deinem Wahlzettel, jeden Tag mit deinem Einkaufszettel. In was investierst du? Und genauso mit der Gesundheit. Was nimmst du jeden Tag zu dir? Für was entscheidest du dich? Entscheidest du dich, einmal frische Luft zu atmen, jeden Tag rauszugehen in die Natur? Entscheidest du dich also für Gesundheit oder entscheidest du dich für Krankheit? Und im Grunde ist es so simpel. Du hast nur diese zwei Pole. Gesundheit und Krankheit, und im Grunde gibt es da feine Nuancen natürlich, feine Zwischenschritte. Aber du entscheidest dich im Grunde zwischen Gesundheit oder Krankheit, zwischen einer Tüte Chips oder leckeren Himbeeren, Brombeeren, Nüssen, irgendwas natürlichen, Trockenfrüchten, leckeren Mangos, oh. Es gibt so leckere, gute Sachen. Und da entscheidest du dich jeden Tag für Krankheit oder Gesundheit. Das ist auch das, was ich jetzt im neuen Kurs, nämlich der auch heute eben erscheint, mit drinnen habe, gleich in der ersten Woche bei den Grundlagen. Dass dir klar wird, dass du deine Entscheidung triffst. Gehe ich direkt in der ersten Lektion drauf ein, in der ersten Woche komplett dem Thema gewidmet, dass du erkennst, es ist deine eigene Wahl, Krankheit, Gesundheit. Du entscheidest dich. Und wenn du diese Eigenverantwortung übernimmst, das sind die zwei wichtigsten Punkte, Eigenverantwortung und Dauerhaftigkeit, Kontinuität, jeden Tag erkennen, dass du dich wieder neu entscheiden kannst. Auch wenn du dich gestern vielleicht für Krankheit entschieden hast, kannst du heute ganz anders handeln. Du musst dich nicht steuern lassen durch irgendeine vergangene Handlung. Du kannst die nutzen. Es ist wie ein Speicher hier bei der Kamera, die SD-Karte, die in dem Foto hier drin ist.
Das ist ein Speicher. Ich kann den nutzen, kann auf die Bilder, auf die alten zugreifen. Das heißt nicht, dass ich ständig wieder dieselben Bilder machen muss, dass ich ständig wieder das Gleiche machen muss. Das heißt nicht, dass ich mich nicht immer wieder neu für Gesundheit entscheiden kann. Und das ist das, was ich dir hier auf dem Kanal mitgeben möchte. Und wenn du da auch die ersten Schritte gehen möchtest, geh da einfach auf meine Webseite www.ion.world. Da gibt es kostenlose Downloads, gibt es ein kostenloses PDF, die drei Gelüste, Fett, Zucker, Salz, mit einem schönen, einfachen Ampelsystem, wie du schrittweise die Lebensmittel da besser und gesünder gestalten kannst. Lade die einfach runter, kostenlos, direkt, keine Anmeldung, nichts. Und mach das, das ist deine Wahl. Dann geh in den Supermarkt und kauf das. Triff eine neue Wahl jeden Tag. Das ist unglaublich wichtig. Entscheide dich zwischen Krankheit, Gesundheit. Entscheide dich, in welche Firmen du investierst, in welche Zukunft du für deine Kinder, für die Welt hier dich entscheidest. Welche Wahl triffst du? Nicht nur heute, sondern jeden Tag. Das lag mir auf dem Herzen. Wollte ich loswerden. Ich hoffe, der ein oder andere von euch denkt dran, schreibt sich vielleicht direkt jetzt was auf zum Umsetzen, holt sich vielleicht jetzt direkt das PDF oder sei mit im 10-Wochen-Programm dabei in Nutrition Now. Da hast du jetzt auch ab heute die Chance, dich einzutragen. Link ist auch mit unten drunter. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Genieß das sonnige Wetter und triff deine Wahl. Mach's gut. Ciao.